E-Flight Expo, making aviation greener since 2009. Aircraft flying for €0, €0, or $0 from our colleagues where you come from the United States. Background is that Electra Trainer, which has been developed, flying electric, and Uwe Nordmann, who is their test pilot of this aircraft, which is now certified in Germany as ultralight, he will give you the advice how you can fly with your aircraft and don't have to pay for fuel and don't have to pay for electricity from the grid. Because they developed a system for this, and sorry for, there has been some mistakes with uploading the presentations on the website in the schedule. We're definitely gonna work on this for next year, that it's not so confusing what we have up there. But now I leave the stage for Norbert. Please give Uwe Nordmann, and please give us an update on the flying for €0, €0, which is interesting for everybody, I think. Thank you. Berlin. Ich habe da, ja. Well, ladies and gentlemen, I will hold the presentation in German language, because I think most of the participants will be German and not understanding all the English language, and my English is not so good, not so fluent anymore. I'm more interested in flying than in speaking presentations. So I switch to German now. Der Vortrag, wie gesagt, heißt Motorfliegen für 0 Euro. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil das wäre ja ein bisschen provokativ, einfach zu behaupten, man kann für 0 Euro fliegen, denn de facto geht das natürlich wirklich nicht. Man muss irgendwo ein bisschen investieren, auch Geld ausgeben. Aber wie Willi Tacke eben schon gesagt hat, kann man doch durchaus kräftig sparen bzw. das Geld so einsetzen, dass man am Ende einen Return of Investment zurückbekommt. Das Flugzeug, mit dem das geht, ist der Electra Trainer von der Firma Electra Solar gebaut in Landsberg am Lech. Wie der Tacke gerade gesagt hat, ganz frisch zugelassen, Einzelzulassung nach der Mustererprobung und jetzt die Musterzulassung für die gesamte Serie, die angelaufen ist. Gemäß Radio Aero Bahn, die Witze, die Eltern von uns werden die vielleicht noch kennen, heißt es dann, ist es möglich, für 0 Euro zu fliegen? Ist nicht möglich im Prinzip, aber, und dann kommen irgendwelche aus, und genau das Aber, das werde ich jetzt auch erklären im Detail. Ich habe die Punkte, für die ich Ihnen vorbringen will, einmal eine Aufgliederung der Kriterien, was denn kostenfreier Flugbetrieb bedeuten könnte oder sollte. Und dann, wie wir das mit dem Elektrotrainer umsetzen. Flugzeugaufwendungen. Sie wissen selber alle, es gibt einen Fixkostenpart. Das ist halt die Anschaffung und die geht definitiv nicht für 0 Euro. Hat aber auch eben mit dem Flugbetrieb, mit dem Fliegen selber nicht viel zu tun. Und dazu gehört nicht nur die Anschaffung, sondern die Versicherung, wenn Sie einen festen Hallenplatz haben, auch der Hallenplatz. Und wenn Sie das Flugzeug dann da reinstellen und machen nichts, dann kostet Ihnen das diese Kosten, egal ob Sie fliegen oder nicht. Deswegen heißt sie auch Fixkosten. Die will ich natürlich nicht betrachten, die kriegen wir auch nicht weg. Aber wir können natürlich gucken, wie wir diese Fixkosten vernünftig amortisieren. Und der zweite Kostenpunkt sind natürlich immer die variablen Kosten. Das heißt tatsächlich die Kosten, die beim Betrieb auftreten, die Betriebsaufwendung. Und da ist der Hebel, an dem wir angesetzt haben. Welches sind diese variablen Kosten? Einmal ist das natürlich Wartung, Pflege, Reparatur, wenn irgendwas anfällt, zum Beispiel die leidige Grundüberholung der Triebwerke. Dann ist es bei Betriebsmitteln natürlich die Energie, die ich brauche. Ich habe mit Absicht bei Energie allgemein gehalten, weil der Verbrenner braucht halt irgendeinen Diesel oder Abgas oder das UL91 oder was auch immer. Die Turbine braucht das Jetfuel, den Diesel oder die Elektroflieger, die es ja neuerdings dann gibt, den Strom. Und Schmierung, wenn ich einen Motor habe, der Schmierung brauche ich ebenfalls. Und dann gibt es natürlich die leidige Gebühr noch. Und
weiterhin wird es dann auch schwierig mit dem Sparen. Das sind die Landegebühren, die ich überall habe. Ich habe irgendwie vielleicht Parkgebühren, Abstellgebühren, sonstige Sachen, die auch zu leisten sind. Und dann kommen auch noch Jahresnachprüfungen dazu. Also solche Kosten, die lassen sich sehr schwer vermeiden. Auch da ist das Fliegen für 0 Euro definitiv nicht möglich. Aber es lassen sich mit dem geeigneten Fluggerät und der entsprechenden Infrastruktur jede Menge Kosten einsparen, die so groß sind, dass ich verglichen jetzt mit einem Verbrenner meine gesamte Anschaffungs-, die Fixkosten wieder amortisieren kann innerhalb der Lebensdauer meines Flugzeugs. Und das ist dann der Grund, warum wir sagen, im Prinzip fliegen für 0 Euro. Gehen wir mal im Detail in die Punkte rein, die sich einsparen lassen. Einmal der Abstellplatz, der Unterstellplatz, logischerweise. Wenn ich einen Hallenplatz brauche, dann muss ich den halt haben, belegen, bezahlen. Wenn ich aber ein einfach zerlegbares Flugzeug habe, wie zum Beispiel ein Segelflugzeug, was ich dann eben abbaue, dann reduziert sich die Fläche, von wo ich den parke, wenn ich den irgendwo fahren will, entsprechend niedriger Gebühren. Noch besser ist es natürlich, wenn ich den in einen Anhänger reinpacke und lagere. Und wenn ich das mit nur einer Person mache, bin ich auch autark. Das heißt, ich brauche keine Hilfe, ich brauche keine Infrastruktur, ich habe meinen eigenen Hänger, ich rüste einfach das Flugzeug ab, schiebe es rein, fertig. Und damit habe ich diesen Anteil der Flugbetriebsgebühren deutlich reduziert. Und ein anderer deutlicher Nutzeffekt mit dieser Hängerlösung ist natürlich, wenn ich da im Einlandbetrieb das behandle, es gibt keine Stellschäden, ich brauche kein Verzurrmaterial, ich habe automatisch meinen Wetterschutz, alles das, was ich auf einer breiten Parkfläche am Flugplatz da nicht hätte. Und jeder, der so im Segelflugverein zum Beispiel drin ist, weiß, wie viele Macken an den Flugzeugen durch das Rangieren immer entstehen. Also auch Einsparung an Schäden, nicht nur direkt an Betriebskosten, sondern eben an Schäden durch den zerlegbaren Flieger, den ich im eigenen Hänger unterbringe. Thema Wartung, Pflege, Reparatur. Sie werden sagen, gibt es nicht, dass ein Flugzeug keine Wartung und Pflege braucht. Dann sage ich Ihnen sofort, ja, das gibt es nicht. Jedes Flugzeug braucht Pflege. Wenn Sie einen Lack haben zum Beispiel, der altert, wenn Sie den nicht gut behandeln, wenn Sie den UV-Strahlung ständig aussetzen, dann verwittert der. Also irgendwann ist dann mal Wartung fällig. Auch bei der besten Behandlung müssen Sie ein bisschen was für Ihr Flugzeug tun. Aber das sind keine Kosten. Poliermittel können Sie locker aus dem Haushaltsgeld bezahlen, da brauchen Sie nicht extra Anschaffung, brauchen keine großen flugstundenabhängigen Kosten. Das ist halt im Haushalt verfügbar, um zu reinigen, um zu polieren ein bisschen, um zu putzen. Also von da aus keine Zusatzkosten. Dann sollten Sie ein Flugzeug haben mit möglichst langen Spannen zwischen irgendwelchen Wartungsmaßnahmen. Sie wissen alle, wenn Sie ein Motorflugzeug fliegen, egal ob UL oder Motorflugzeug größerer Natur, da gucken Sie einfach mal in Ihr Flugbandhandbuch rein und stellen fest, alle 25 Stunden die Kontrolle, die nächsten 50 Stunden die Kontrolle, 100 Stunden Kontrolle, 200 Stunden Kontrolle, kostet alles richtig Geld, vor allen Dingen, wenn Sie es nicht selber machen können. Beim Elektroflugzeug haben Sie das alles nicht. Sie machen die Kontrollen an der Struktur selber, da gibt es keine Pflichtperioden. Pflegewartung, das hängt einfach von Ihnen ab, wie gut Sie das Flugzeug behandeln. Entweder haben Sie dann Aufwand oder keinen Aufwand. Eine TBO, also Time Between Overhaul, wie Sie das bei Motorflugzeugen haben, gibt es beim Elektroflugzeug nicht. Der Hersteller garantiert für den Motor eine Lebensdauer von 18.000 Betriebsstunden. So viel fliegen Sie mit dem Flugzeug vermutlich nie. Das heißt, das Lebensdauerende des Flugzeuges ist gleichzeitig das Lebensdauerende des Antriebs. Es gibt keine Grundüberholung bei diesem Triebwerk. Das heißt, es wird Wartung on Condition gemacht. Wenn Sie merken, die Ströme sind zu hoch, er wird zu heiß, dann muss man halt mal reingucken und ihn reinigen, den Dreck wieder rausmachen, der da drin der die Lüftung behindert. Aber mehr ist nicht beim Elektroantrieb. Es gibt keine TBO, es gibt keine Pflichtwartungsmaßnahmen. Und damit keine Kosten für den Flugbetrieb. Das ist ein Riesenvorteil. Dann kommt dazu, wenn das Flugzeug entsprechend ausgerüstet ist, eine gute Erkennung hat,
bei unserem Elektratrainer ist das der Fall, eine automatische Erkennung von irgendwelchen Abweichungen. Das heißt, wenn im Betrieb festgestellt wird, durch ständiges Messen der Parameter, dass plötzlich die Temperaturen immer höher sind, als sie eigentlich sein sollten, dann gibt es ein Warnsignal, da ist dahinter dann eine Auswertung, eine entsprechende, und dann sagt man eben, okay, wenn das jetzt längere Zeit die und die Temperaturniveaus hat, dann solltest du mal die und die Sache angucken, genauer untersuchen, ob da was sein könnte. Das nennt man dann Predictive Maintenance. Das ist aber keine Pflichtwartung, sondern das wird einfach on condition geguckt, gemäß der Warnhinweise, die aus dem System herauskommen. Und beim Elektrotrainer haben wir das so weit gemacht, dass wir über eine digitale Online-Überwachung eine permanente Aufzeichnung aller Daten haben. Die werden mit AI oder KI, wie sie es auch immer nennen kann, mit Programmen im Hintergrund analysiert. Und dann wird aufgrund der Ergebnisse festgestellt, also es könnte sein, dass die Wicklung einen Schaden hat. Du solltest dir mal die Wicklung vom Motor angucken oder die Batteriezellnummer so und so hat Probleme etc. Und das geht so weit, dass sie tatsächlich permanente Überwachung haben. Ich hatte den Nachteil dabei, wenn ich geflogen bin, dann hat mich im Flug der Leiter der Firma angerufen, du fliegst doch wieder in der Gegend rum, was willst du denn da drüben so ungefähr? Weil er immer online wusste genau, wo ich war und welche Betriebsparameter ich hatte. Oder jetzt, wo ich in Hannover war letztes Jahr, eine erste Landung mit Elektroflugzeugen auf dem Flughafen da. Da kam dann auch plötzlich die Frage, du hast aber jetzt während dem Flug von Oldenburg-Hatten nach Hannover viel mehr Energie verbraucht wie sonst, was ist denn los? Ja, bin ich halt durch eine Regenfront geflogen und die Regenfront, die macht halt Tropfen auf die Tragfläche und ich habe fast die doppelte Leistung gebraucht. Also so ist dann der Nachteil dieser permanenten Überwachung, ganz klar. Wichtig ist natürlich, das Flugzeug muss so robust designt sein, dass es die Kräfte alle aushält, aber das ist ja fast bei allen Luftfahrzeugtypen der Fall, sodass ich wartungsfrei bin und ein Elektroflugzeug vernünftig konstruiert ist quasi wartungsfrei und bedarf keinerlei Grundüberwachung. Und wie schon gesagt, die digitale Online-Überwachung mit entsprechender Unterstützung, die geht beim Elektrotrainer so weit, dass ich schon während des Fluges Handlungsempfehlungen auf meinem Bildschirm bekomme. Achtung, pass mal auf an der und der Stelle, und dann blätter ich um in eine Fehlerseite, wo die Fehler beschrieben sind und kann aufgrund der Fehlerbeschreibung festlegen, welche Handlungsmaßnahmen ich als nächste ergreife. Bei den Betriebsmitteln, klar, wichtig ist, wenn ich mit wenig Kosten fliegen will, möglichst mit null, dass ich so gut wie keine Energie verbrauche oder so wenig wie möglich. Am besten wäre Segelflug ohne Motor, klar, logisch. Aber wenn ich ein Motorflugzeug habe, dann sollte dieses Motorflugzeug vom Design her ausgelegt sein wie ein Segelflugzeug. Minimaler aerodynamischer Widerstand, ganz klar. Und das Zweite ist, ich brauche minimale Energiepreise. Minimale Energiepreise bedeutet Abgas mit 3 Euro aufwärts pro Liter. Ist halt doch ein bisschen deutlich teurer als Strom momentan mit 48 Cent pro Kilowattstunde oder sowas vom Energiebetreiber. Wir sind einen Weg weitergegangen, den ich dann gleich im Detail beschreibe, indem wir den Strom einfach selber erzeugen und speichern und dann umsonst fliegen, den Strom zu null. Wichtig also die kompromisslose aerodynamische Auslegung des Flugzeuges. Alle Konzepte, die Sie sehen, die eben darauf basieren, dass ich einen existierenden Verbrenner einfach rausschmeiße und einen Elektroantrieb reinsetze, die erfüllen diese Kondition nicht. Das heißt, sie haben eigentlich keinen Gewinn. Energetisch überhaupt nicht. Und wichtig, Eigenerzeugung der benötigten Energie. Dann sind wir tatsächlich in der Richtung 0 Euro für den Flugbetrieb. Zum Thema Gebühren, hatte ich ja schon gesagt, ist nicht so viel zu machen. Da wird das 0 Euro richtig schwierig. Aber wenn Sie jetzt Lärmemissionen sehen von Elektroflugzeugen verglichen mit Verbrennern, dann werden Sie eben feststellen, da kommt nichts mehr raus an Lärm und es kommt auch nichts an Emissionen. Und wenn dann die Flughafenbetreiber dazu übergehen und sagen, okay, du zahlst das Doppelte, wenn du einen Verbrenner hast und du zahlst gar nichts mehr, wenn du einen Elektroflieger hast oder du kriegst sogar eine Prämie, wenn du da mit einem Elektroflieger kommst, der nichts, so gut wie nichts verbraucht, dann haben Sie da null Gebühren, ganz genau. Wichtig, das Abstellen im eigenen Hänger, das hatte ich schon gesagt.
Und eigentlich, das war eben meine Aussage schon, müssten die Elektroflugbetreiber eine Umweltprämie vom Flughafenbetreiber kriegen, wenn sie den Flughafen anfliegen und nicht umgekehrt. Wie haben wir das beim Elektratrainer umgesetzt? Durch ein Gesamtsystem Elektratrainer. Das ist ein Bild, was jetzt gemalt ist, aber in Reality können Sie es drüben auf dem Stand sehen, da steht es schon in der Umsetzung. Wir haben einen Anhänger, der eben ganz normal für Transport und Unterbringung des Flugzeuges geeignet ist. Und der ist ausgerüstet entsprechend mit Solarzellen. Und wir haben dann eingebaut eben nicht nur die MPPT-Regler, um eine Batterie zu laden, sondern eben auch einen entsprechenden Inverter, der Drehstrom erzeugt. Dann kann man an den Drehstrom halt jede beliebige Steckdose dranhängen, sei es eine Schuko-Steckdose oder eben Starkstrom-Steckdose. Ich habe noch einen Weg weitergemacht, ich habe eine ganz normale Wallbox vom Auto drangehängt und schon kann ich mein Flugzeug per Wallbox standardmäßig wie ein Auto laden. Und wenn das alle Flugnetze machen würden, dann hätten wir an dem Autoparkplatz lange Kabel, die Richtung Abstellplatz laufen und dann könnte man jedes Flugzeug ganz normal an der Wallbox laden. Das wäre ideal. Momentan haben wir das Problem, dass die Flugplätze halt alle ja, entweder gar keinen Strom haben, manche Segelfluggelände oder eben eine Schuko-Steckdose an 10 Ampere Sicherung, wo auch nichts läuft. Die wenigsten haben natürlich Strom und schon gar keine Wallbox. Ja. Da müssen wir aber hin. Und hier bei dem System habe ich halt die autarke Energieversorgung, Solar. Ich habe Batterien, wo das natürlich reingeht. Wenn die Batterie die gleiche Größe hat, wie die im Flugzeug ist, was ich bei meinem Hänger realisiert habe, dann kann ich halt 1:1 einfach umladen und während ich fliege, sammle ich wieder neue Energie und nach dem Fliegen kann ich halt wieder umladen und das geht den ganzen Tag so weiter. In der Auslegung bedeutet das, ich kann im Prinzip am Tag 4 Stunden fliegen, bei vernünftigem Sonnenschein und wenn wenig ist, halt nur 2,5 Stunden fliegen, aber mit eigenem Strom. Das ist keine Hangarierung, das hatte ich schon erwähnt. Noch ein Plus, hatte ich auch schon am Anfang erwähnt, dass die Elektroflugzeuge quasi nicht hörbar sind. Der Elektratrainer ist momentan gemäß ICAO-Vermessung das leiseste Flugzeug auf der ganzen Welt mit 48 Dezibel. Das werden Sie nicht hören. Mein Gespräch hier liegt irgendwo bei 56 oder 60 Dezibel, wie ich gerade hier verbreitet werde mit Lautsprecher, vielleicht sogar mehr. Sie können sich vorstellen, wenn wir uns unterhalten, hören Sie den Flieger nicht. Keine Chance. Und er ist nahezu wartungsfrei. So sieht das dann am Flugplatz aus. Da steht er halt einfach irgendwo in der Landschaft, dicht bei seinem Hänger und lädt halt seine 2,5 Stunden. Und wenn er die 2,5 Stunden geladen hat mit den 11 Kilowatt, dann verfliegt er diese 11 Kilowatt pro Stunde auch wieder. Also er fliegt dann 2,5 Stunden. Und so können Sie das im Schulbetrieb zum Beispiel, habe ich auch durchexerziert, den ganzen Tag machen. Ich fliege meinen neuen Platz rum, während der Vor- und Nachbesprechung im nächsten Flugschüler hänge ich immer schnell an die Wallbox eine halbe Stunde, dann wieder fliegen und das geht von morgens bis abends, starte mit 100% Ladung, am Abend bin ich bei 20%, über Nacht lade ich ihn dann wieder ganz hoch und dann machen wir am nächsten Tag so weiter. Also Schulbetrieb für quasi 0 Euro. Geht. Lässt sich machen. In der neuen Version, wie gesagt, haben wir noch eine neue Feature dabei, nämlich Umkehrschub. Weil Sie alle werden gesehen haben, der hat ja so richtig schöne Segelflugzeugflächen. Bodeneffekt niedrig, wenig Fahrwerkhöhe, das heißt gleiten ohne Ende im Bodeneffekt. Genau das Problem hatte ich beim Flugversuch auch. Versuche in jeden Wagen zu landen und habe nach dem dritten Anflug festgestellt, ich muss mit irgendwelchen Tricks arbeiten, sonst komme ich da nie runter. Und habe es dann geschafft, ihn dann doch runterzulegen. Aber jetzt haben wir Speedbrakes drin, die wir eingerüstet haben und wie gesagt standardmäßig Umkehrschub. Und den kann ich im Anflug benutzen, das heißt im Steilabstieg mit Umkehrschub, Abfangbogen, aufsetzen, 50 Meter rollen, fertig. Das geht richtig gut. Umkehrschub und Luftbremse ist also jetzt eingebaut und das Ganze mit Hand on Throttle and Stick, das heißt einfach eine Zweihandbedienung, ich brauche nicht umgreifen dabei, sondern macht das wie so ein Fighter Pilot halt. Ganz elegant. Der Elektratrainer jetzt in seiner Ausführung, wie gesagt, ist ein zweisitziges Elektroflugzeug.
Es wird dann zugelassen noch für Flugzeugschlepp. Die Erprobung ist leider noch nicht abgeschlossen. Das wird ja so im Laufe des Frühjahrs noch machen. Er ist eine Weiterentwicklung aus den Flugzeugen Elektra One Solar und aus der Elektra Two, die als Solar Stratos in der Schweiz fliegt, als Höhenaufklärer. Der kann 24 Stunden am Stück fliegen aufgrund seiner großen Flächen und Solarleistung, die er da hat. Er hat ein voll redundantes Antriebssystem, also zwei Motoren, die zusammen 70 Kilowatt Maximalleistung abgeben, wenn die Batterien die maximale Ladezustand haben. Wenn sie auf 50% Ladezustand runter sind, sind halt nur noch 40 kW und so weiter, die ich dann abrufen kann. Aber 70 kW ist auch viel zu viel. Nach dem Start, der geht hoch wie eine Rakete, ich steige mit 8 bis 9 Meter pro Sekunde. Wenn ich voll geladen bin, Maximum Takeoff Mass. Beim Segelflugzeug ist es dann nicht ganz so viel. So LS4 zum Beispiel mit Wasser kriege ich vom Boden weg, wenn die Batterie voll ist, ungefähr mit 4 Meter pro Sekunde. Aber ich muss dann relativ schnell zurückgehen in der Leistung auf 40 Kilowatt als Dauerleistung, weil die thermische Belastung eben bei 70 Kilowatt zu hoch ist. Aber mit 40 Kilowatt kriege ich einen Segelflieger auch noch locker mit 2 bis 3 Meter pro Sekunde in die Luft. Also überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Flugdauer 2,5 Stunden, Reichweite dementsprechend bei einer normalen Leitgeschwindigkeit von 125 km/h über 300 km pro Stunde. Habe ich auch letztes Jahr gemacht. Flug von Oberpfaffenhofen in den frühen Morgenstunden nonstop nach Bern. Das Flugzeug ist voll Carbon und hat dieses vorhin schon beschriebene digitale Managementsystem drin. Das heißt, der Pilot kriegt jede Unterstützung, wenn die Temperaturentwicklung vom Triebwerk zu hoch ist, kommt eine Warnung. Achtung, reduzieren, weil in ein paar Minuten bist du halt über der zulässigen Grenze des Motors. Und wenn ich als Pilot dann penne, was ja auch vorkommen kann, wenn man ein bisschen übermüdet ist oder so, dann sagt das System halt irgendwann mal gelbe Farbe als Warnsignal. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann nimmt er automatisch sogar die Leistung zurück. Also auf jeden Fall kann keine Schädigung des Antriebs erfolgen und der Batterien, weil das Flugzeug eben selbstständig eingreift bis in ein Niveau, wo es dann verträglich ist. Da waren wir als Pilot, werden Sie wahrscheinlich sagen, das darf nicht sein, dass mir das Flugzeug die Autorität wegnimmt. War meine Reaktion auch erst, aber wenn Sie es da mal geflogen haben, werden Sie feststellen, er nimmt nur so weit zurück, dass eben der kritische Wert nicht erreicht wird, aber die Startleistung von, oder die Leistung, die dann übrig bleibt, zum Beispiel von 40 kW, das ist die maximale Dauerleistung, die reicht allemal noch aus, um weiter auch im Startvorgang kräftig an Höhe zu gewinnen oder mit Segelflugzeug zu schleppen. Also überhaupt kein Problem. Das Schöne an dem digitalen Erfassungssystem ist, wie gesagt, Sie können dann auch eine Flugnachbereitung machen. Ich brauchte zum Beispiel bei dem Versuchsträger keinerlei Flugversuchsinstrumentierung, weil jeder Wert, den ich für die Nachweisführung gebraucht habe, war gespeichert. Dann setze ich mich einfach an den Computer, mache eine saubere Nachbereitung, schreibe meinen Bericht und schon ist die Sache fertig. Das war beim Alphajet-Fliegen früher, war das eine ganz andere Sache. Da musste eine Riesenausrüstung eingebaut werden, extra mit Telemetrie und allem Schrott. Das ist vorgestern gewesen, nicht mehr heute. Ja, der Flieger ist zugelassen, wie gesagt. Und wir haben als Zukunft vor, ihn zu erweitern auf NSA, also Eco-Klasse, und auf Motorsegler, was für die Vereine natürlich sinnvoller ist, als ein UL zu haben, weil viele Plätze dürfen halt UL gar nicht fliegen oder ja, die Piloten sind einfach nicht da, um den Schleppbetrieb aufrechtzuerhalten, sodass wir hoffentlich recht bald diese Zulassung bekommen. Aber da ist halt noch ein bisschen das LBA davor und ihr habt ja alle gelesen in der Zeitung, was mit dem LBA gerade los ist, Petition und so weiter. Da wird es schwierig. Schauen wir mal. Das sind so die Features von dem Elektra-Trainer. Er hat eine Gleitzahl von 25. Er hat Carbon, stabiles Leichtgewicht. Das Leergewicht sind 400 Kilogramm. Zugelassen für 600 Kilogramm. Das heißt, Sie haben die volle Kapazität der 200 Kilogramm als Zuladung möglich. Er hat durch diese schlanke Nase, wie Sie ja wahrscheinlich schon bemerkt haben, einen extrem guten Propellerwirkungsgrad von über 97%. Eine extrem gute Kapazität der Batterien. Und durch die niedrige Leistungsentnahme von 11 kW im Reiseflug
und Ladezustand auch, dann 11 kW, liegen wir irgendwo bei 0,2 C der Batterien. Das ist also ein ganz schonender Betrieb der Batterien und dementsprechend hoch sind die Lebensdauern. Wir garantieren 5 bis 6 Jahre Lebensdauer der Batterie. Und wenn Sie dir dann erreicht haben, dass 80% der Kapazität nur noch ausschöpfbar sind, dann geben Sie die uns einfach zurück, kriegen neue Batterien gegen einen geringen Aufpreis und wir verwenden die Batterien dann in den Solarträger als Speicherbatterie. Second Life, also optimal für die Umwelt auch. Ja, und mit dem Umkehrschub und den Luftbremsen sind wir jetzt auch kurzstartfähig und landefähig auf unbefestigten Pisten. Also ich habe keine Angst mehr, jetzt mit dem gut kleinen Flugzeug jeden kleinen Wellplatz anzufliegen. Da gibt es ja welche, die haben nur 200 Meter Landebahn, kein Problem. Nächster Schritt, den wir noch gehen, außer der Zulasserei, ist ein automatisches Fliegen. Es ist in dem System ein Autopilot integriert bereits, er darf nur nicht genutzt werden offiziell in Deutschland. Und dieser Autopilot wird ergänzt noch durch Forschungsprogramme, die gerade laufen, mit der Erkennung von Notlandefeldern. Das heißt, da wird ermittelt aufgrund der vorhandenen Daten, welches Feld, was geeignet ist für das Landen mit diesem Flugzeug, ist in der Reichweite. Und dann werden die angezeigt und eins wird empfohlen automatisch im Fall, dass man zum Beispiel den Motor kaputt geht oder man Energiemanagement missachtet hat und die Batterie doch leer geflogen hat, dann kommt man im Gleitflug halt immer noch an sein Notlandegelände, was dann auch gemäß Berechnung geeignet ist. Das ist richtig schön komfortabel. Und ich hätte gerne auch was drauf, da wurde mir gesagt, das geht auch. Ähnlich wie beim E-Kleid, bei den Segelfliegern. Ich kann aus vorhandenen Daten auch wieder mit entsprechender Auswertung in der Cloud ermitteln, wo stehen Aufwindgebiete. Und die lasse ich mir dann anzeigen und dann zeigt mir das System an, wo fliegst du lang, um eben mit halber Energie die gleiche Strecke zu erreichen, als wenn du geradeaus fliegst. Und das Fliegen mit einem Elektroflieger ist eben auch ein ganz anderes Fliegen als das Fliegen mit einem Motorflugzeug. Ich habe früher in der Ausbildung immer gesagt, hoch, Höhe halten, runter. Und Höhe halten war das A und O. Können sich einige meiner Flugschüler daran erinnern. Heute sage ich das nicht mehr, weil es ist Schwachsinn. Ja. Energiemanagement heißt, ich nutze alle Energiequellen aus, Thermik, Hangaufwind, was alles. Also orografische Navigation, meteorologische Navigation. Und das heißt einfach nicht mehr geradeaus, sondern da lang, da lang, da lang, da lang. Und schon habe ich die Hälfte der Energie. Und das Zweite ist, ich fliege auch nicht mehr in einer Höhe, sondern ich fliege unter der Wolke, nehme das Steigen mit, nehme das Leistung eventuell auf Leerlauf. Und rekuperiere vielleicht sogar noch im Steigflug und dann fliege ich im Sinken, fliege ich schnell durch, minimale Zeit im Sinken und das heißt, ich mache Delfinflug rauf und runter, wie die Segelflieger, mehr Credit. Haben uns alle schon vorgemacht. Elektroflug, genau das Gleiche. Energieoptimales Fliegen heißt Delfinfliegen, heißt Fliegen wie die Segelflieger und damit eben auch, ja, fliegen zu 0 Euro, weil die Thermikenergie kostet mich nichts. Damit bin ich im Prinzip durch. Ich glaube, zeitlich sollte ich auch aufhören. Ja? Ich hätte noch jede Menge zu erzählen. Das machen wir dann einfach nicht. Das können Sie sich dann angucken auf der Webseite, wenn dann die hochgeladen wird. Aber das, was ich eben erzählt habe, kommt dann in den Folien noch. Demonstriert eben entsprechend langen Flügen. Ich klicke da einfach nur ganz schnell überall durch. Und diese Folie ist jetzt die wichtigste. Wenn Sie das alles berücksichtigen, was ich eben geschrieben habe und auch eben entsprechend nutzen, wie Hangarierung vermeiden, Wartung natürlich keine haben etc., energieoptimal fliegen und vor allen Dingen die eigene Energie erzeugen, dann kommt letztendlich raus, die Flugkosten sind so viel niedriger gegenüber vergleichbaren Flugzeugen, dass innerhalb der Lebenszeit die volle Anschaffungskosten amortisiert sind. Und das ist dann doch wirklich Fliegen für 0 Euro. Und damit stimmt ja eigentlich der Titel des Vortrags dann doch fast. Fliegen für 0 Euro ist möglich. Man muss es nur richtig anfassen. Ich glaube, damit bin ich dann durch. So sieht es auf dem Stand aus. Da sehen Sie die Lösung. Kommen Sie gerne bei mir vorbei. Stand A7304. Können wir Ihnen gerne erzählen, was sowohl die Anschaffung kostet, als auch wie die Nullkostenlösung dann im Detail aussieht.
ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch weiter schönen Aufenthalt auf der Messe. How can you receive eFlight Journal? Just scan the QR code on the cover or on the promotion postcard or on the back side of the promotion postcard or type www.e-flight-journal.com in your browser. And you receive the up-to-date blog site with the latest information from the world of electric flying, or click on the top page and you receive the latest version of the PDF magazine, either to read on your computer or cell phone directly, or click on the link below and then you can download the PDF of the magazine as a offline magazine to read anywhere you want, even without internet connection. Thanks and goodbye.